Moin Moin, willkommen zurück zu einer weiteren Runde von Legion TL2 im Ranglistenmodus. Da wurde Georg genommen. Wir könnten mit Auszahlung vielleicht ein bisschen was machen fürs Early Game. Aber ich glaube, wir nehmen den Champion. Welcome to Nova. Okay. Tanks sind schon mal da. Schaden ist hier. Wir müssen die auf jeden Fall mitnehmen. Oder nehmen die Protonen mit? 20 seconds. Nehmen die Protonen mit. Wir machen. Wir machen das. Wer ist ja Gott Champion? Eine einzelne Wurzelqualle. Fiesta. Schnecke hat ihn richtig fertig gemacht. Hat gehalten. Wenn er Fiesta hatte, ist er trotzdem am Arsch. So, wir gucken mal. Können mit Protonen auf jeden Fall ein bisschen was machen. Wir nehmen mal einen mit. Dann schicke ich halt jetzt die Schnecke rein. Okay, doppelte Aufwertung. Köter. Können den Worker mitnehmen. Er hat Ratten genommen. Ich nicht. Ich mag die Ratten nicht. Sind Kacke. Trotzdem ein guter Leak rausgekommen. Machst mal Upgrades. Ja, Ratten sind auch gar nicht schlecht, um Mephium zu machen, ne? Aber ich kann die trotzdem nicht leiden. Ab und an nehme ich die einfach mal so zum Spaß, aber ich finde die scheiße. Nichts geschickt. Alles durch. Auch durchgelassen. Muss Fiesta sein. Den schon mal upgraden. Könnte auch 5 oder 6 was probieren. Rein theoretisch. Okay, er möchte mir auf 5 schicken. Was
Was ja auch Sinn macht wegen meinem Champion Berserker. Deswegen werden wir jetzt kontern mit. Ja, entweder nehmen wir den Mudman. Oder wir nehmen den Falken. Aber wir nehmen den Mudman. Doppelte Brut. Ja, die zwei Brut sind durchgekommen, aber das ist nicht so schlimm. Ein bisschen mehr durchgelassen. Wir gehen jetzt für den Windfalken. Nehmen wir so einen Proton mit. Und holen uns der nächste Runde einen Rocker. Wir nehmen die Schnecke einfach noch mit. Ja, die sammeln wieder. Wurzelqualle ist da, also schon Qualle. Aber die ist schnell down durch die Steinhauer. Jetzt kommt der magische Schaden von den Robos raus. Auf die Köter. Drei durch, das ist gut. Immer ein bisschen was. Den nehmen wir mit. Wir machen hier Upgrades rein. Damit auch die Regeneration anfängt hier. Zwar langsam, aber immer einen Punkt reinzustecken, lohnt sich auf jeden Fall. Aber natürlich erst, wenn er Schaden gekriegt hat, sonst ist es sinnlos. Viele Ratten. Ja, kam nicht mehr raus. Wichtwerder geschickt. Ja, hat mir zwei Worker eingebracht. Die Wichtel und die Schnecke. Die auf jeden Fall mit. Machen hier ein Upgrade. Bauen hier auch noch mal ein. Den können wir auf jeden Fall mit dem Fähigkeitsschaden Schaden verstärken.
230 drunter, ey. Die Schirmqualle hält cool aus. Und den Metzger mit hingestellt. Der wird viele Blocker geholt haben. Der hat Overbuild. Der wird blocken. Und der andere geht mega Worker. Und durch Fiesta kriegt er sogar immer noch einen kleinen Vorteil raus. Ich hab den Windfalken auf. Ja, meiner wird mega Worker haben. Und wird meinem Teammate mega fett senden. Ja. Aber ich kann ihn halt aktuell noch nicht bestrafen, das ist das Problem. Ich würde ja gern. Ah, da muss ich mir einen Film aufbauen. Wir könnten auf 13 ballern. 13 wäre gut. Einen absoluten Long Save Early Game. Weiß ich nicht, ob das so clever ist. Wir warten aber einmal die Runde ab. Machen wir kleine Sens. Der hat mehr. Das weiß ich. Wir rollen mal für Magic Damage und haben keinen bekommen. Das ist scheiße. Da können wir auch dabei bleiben. Da können wir eigentlich auch dabei bleiben. Ja, 13 wäre jetzt nicht ganz so gut. Also doch jetzt mit ihr natürlich schon. Und hier noch einen hinstellen, das upgraden. Ist natürlich ärgerlich, dass ich keinen magischen Schaden gekriegt habe und da muss ich jetzt mit den Gargoyles fighten. Zum Glück habe ich jetzt an sich jetzt noch die Atome. Die bringen mir noch ein bisschen was. Und der Berserker hat ein bisschen magischen Schaden, genauso wie der Windfalke. Die schicken jede Runde. Wir könnten auf 15 gehen. 15 wäre stark. Ich
15 wäre viel besser. Also der Rot hat wenig Knete, während der viel hat. Okay, dann machen wir 15. Alter, da haben wir aber übelst lange gesammelt. Den nochmal upgraden. Ah, da bleibt nichts anderes übrig, als die Gargoyles zu bauen. Also mit einem Voreis zusätzlich wäre das super stark. Weil Voreis entweder auf den oder auf den oder auf den. So, das geht alles. Darf nur nicht auf die Wurzelqualle gehen, dann ist Kacke. Dann die Gargoyles aufwerten. Hier mal noch einen hinstellen. Not enough material. Okay, dann schauen wir mal. Drei, vier, fünf. Ja, so viel hat er nicht rausgekriegt. Das ist gut. Nice. Hat sich der Long Safe wirklich gelohnt. Also der war ja super long. Alter. Oh, 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 oh. Consider it done. Stellen wir noch einen Windfalken hin. Das war heftig. Aber schade, 1%. Sind die anscheinend dran mit Sammeln?
muss ich meine Golems aufwerten. Auf 18 bin ich richtig kacke. Könnten wir probieren. Magischen Schaden haben die auch nicht. Also klar, er hat hier Pyrus, na? Gargoyles und das. Aber außer den Pyrus. Und er hat nur zwei. Einigkeit. Ein Starcrawler noch drin. Okay. Wir könnten natürlich hier tatsächlich noch welche hinstellen, weil die mit ihrem, ja, das ist alles so ein bisschen magischen Schaden. Vielleicht ein bisschen was rausreißen könnten. Gucken wir mal. Mehr kann ich nicht. Reinigkeit vor Eis war wichtig. Ein bisschen magischen Schaden noch dazu. Plus die Atome. Oh, der kommt mit rüber. Sehr gut. Einen Stichler habe ich jetzt nicht geschafft, aber ich bin schon unglaublich froh, dass dieser mini magische Schaden von denen gereicht hat. Victory. Aber 1 Cent von 100 auf 1% runter. Das ist krass. Ja, das war eine weitere Legion. Lasst auf jeden Fall ein Like dafür das Video. Das war super. Ja, und ein Abo, wenn ihr das noch nicht getan habt. Guckt doch gerne bei anderen Videos vorbei. Bis dahin, entspannten Tag. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.